Ich glaube, wir können mit unserer Leistung eigentlich zufrieden sein. Das Spiel läuft ein bisschen unglücklich. Wir liegen früh 1-0 hinten, machen das dann ganz gut, kommen zum 1-1. Dann ist eine Phase, wo wir eigentlich die überlegene Mannschaft sind, haben durch Collins Vollerin zwei gute Chancen, machen die nicht kurz vor der Halbzeit unglücklich das 2-1. Ja, und dann nachher in Unterzahl ist es schwer, ein 2-1 gegen Dassendorf zu drehen. Und ja, also zufrieden sein können wir mit unserer Leistung. Und ich denke, darauf kann man jetzt aufbauen, wenn es nächste Woche dann zu Hause gegen Concordia geht. Ja, es hat zu lange gedauert, um den Sack zuzumachen. Wir mussten hier wieder über 90 Minuten kämpfen. Selbst in Überzahl haben wir uns schwer getan. War sicherlich nicht eins unserer besten Spiele heute, aber das hängt auch damit zusammen, dass Koslak das gut gemacht hat, auch in Unterzahl noch gut gepresst, situativ gepresst hat. Und ja, schade, dass es so lange mit dem 3-1 gedauert hat, aber wir sind froh über den Sieg, endlich mal wieder gegen Koslak zu Hause gewonnen. War nicht selbstverständlich. Wir wissen aus dem Pokal, dass Koslak eine gute Truppe ist, eine eklige Truppe. Und deshalb bin ich froh, dass wir hier trotzdem gewinnen konnten heute. Klar, früh in Rückstand gehen ist nie was Gutes. Wir kennen das aber vom letzten Jahr. Letztes Jahr lagen wir hier nach nicht mal einer Minute 1-0 zurück, haben das Spiel dann 2-1 gedreht. Und wir haben auch heute, wir haben nach dem 1-0, ich glaube, beim Tabellenführer kann man gar nicht schlecht aussehen, wenn die noch nie verloren haben, beziehungsweise überhaupt einen Punkt liegen lassen haben. Und da wird erst recht nicht aufgestockt. Und da wollen wir natürlich erst recht den ein Bein stellen. Hat heute nicht geklappt, aber ja, wir gehen mit erhobenem Haupt bis hier raus. Dassendorf hat sich, glaube ich, punktuell auf vielen Positionen nochmal verbessert im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und das merkt man dann natürlich auch in deren Spielweise. Wir kennen die Jungs aber ganz gut und konnten uns dementsprechend auch auf das Spiel einstellen und auf die individuelle Klasse von Dassendorf einstellen. Das hat heute eigentlich auch gut geklappt. Aber es hat halt die letzten Male besser geklappt und dementsprechend gehen wir heute leider nicht als Sieger vom Feld.